Hallo und liebe Grüße von der Koppel. Ihr seht jetzt wieder, wie die Pferde am Grasen sind. Und hier kommt gerade Adorata und checkt mal, was ich da hier mache. Und da seht ihr auch die Alia, die jetzt auch schon am Fressen ist. Und dahinter seht ihr vielleicht das Köpfchen von der Pepper. Und ich gehe mal rüber. Da sind dann die Leitstute Sita und der Wallach Ancient. Die fressen auch ganz genüsslich. Und was ich euch heute sagen oder zeigen möchte, das ist Alia. Alia ist ja vor 14 Tagen operiert worden und sie kann auch schon besser laufen, das ist auch schön. Aber diese OP war ja sehr hektisch von den Ärzten her und ein bisschen dramatisch, weil die Pferde dann auch erst abgehauen sind und es war keine so gute Erfahrung. Und leider ist Alia seitdem fast traumatisiert. Sie ist sehr, sehr viel vorsichtiger, legt viel öfter die Ohren zurück, wenn ein Mensch in die Nähe kommt. Jetzt seht ihr, wie die Leitstute kommt, die Pferde untereinander sind auch so, dass sie die Alia eher schützen. Hallo Sita, ich tue ihr nichts, keine Sorge, sag jetzt, geh auf Abstand, genau, mache ich auch, ich gehe mal ein bisschen rüber. Und das ist so traurig zu sehen, dass so eine schlechte Erfahrung so viel bewirken kann. Hi, siehst du, die Pepper, die kommt und freut sich, mich zu sehen, ist ganz anders drauf, weil die nicht diese traumatischen Erfahrungen gemacht hat. Und das erinnert mich daran, dass wir einfach, sei es mit Tieren oder mit Menschen, gut umgehen sollen, weil man kann so schnell ganz tief verletzen und ganz tief Vertrauen zerstören. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Teil des christlichen Lebens, mit Liebe miteinander umzugehen, sich schnell auch zu verzeihen und einfach auch mit Worten und mit Werken, mit allem, was wir tun, Liebe zu leben und Liebe zu lernen. Denn wenn wir erstmal zerstört haben und verletzt haben, kann es manchmal sehr lange dauern, bis wieder Vertrauen aufgebaut ist und auch Zugänglichkeit und Beziehungsfähigkeit. So ist es echt ein Gebetsanliegen, dass die kleine Alia, die jetzt auch was trinkt und sehr froh ist, ihre Mama zu haben, dass sie wieder neues Vertrauen aufbauen kann. So wie Pepper, die ist mehr so ein Schmusetier. Und das ist echt auch ein Gebetsanliegen. Also wir können wirklich lernen, traumatische Erfahrungen können ganz schön viel in einer Seele, auch in einer kleinen Fohlenseele, zerstören. Lasst uns lernen von Jesus und liebevoll und vorsichtig miteinander umgehen. Alles Liebe und Gottes Segen. Tschüss.